So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler, das Erbe der Könige. Wenn es denn sein muss, ja. So, weiter geht's. Wir haben jetzt sehr, sehr viel erfahren von Helias. Dario hat dieses Amulett von seiner Mutter, das ist der Orb. Und der Orb ist das Zeichen der Macht des Königs. Also, wenn Dario alle Teile um das Amulett gefunden hat, wird er der rechtmäßige König vom Alten Reich sein. Und das ist doch supi. Ein Dorftrottel wie Dario, ein König. Haha, wie geil. Also, wir müssen dann mit Regent Dofba und mit dem Bischof reden. Ich dachte allerdings nicht, dass es schon, wenn ich die Wollistertürme hier ausbaue, die Aussichtstürme. Naja, das mache ich jetzt bei allen anderen auch. Und der Helias hat ja schon gesagt, ja, ich kann vielleicht noch andere Leute finden, die mir helfen könnten. Da hat er schon einen kleinen Hinweis gegeben. Leonardo, den können wir jetzt endlich ansprechen. Aber das werden wir noch nicht machen. Erst werden wir hier die Räuber vertreiben von dem Plateau. Dafür sind wir genau die Richtigen. Meine Truppe ist zwar sehr geschwächt, aber ich habe noch keine. Nur Mut. Oh mein Wir Gott. werden siegen. Ich habe noch Gib mir bitte keine Mühe. ganze Truppe verloren. Wie ihr befehlt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Eure Erik. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Nein, ich habe einen Mann verloren. Ich sehe hier nichts. Hier ist Wald. Hier ist Wildnis. Hier ist. Okay, wir haben gewonnen. Wir erledigen Gut, das. weiter geht's. Da ist Wir kümmern uns darum. totes Holz. Hier ist das Ja, Herr. Plateau. Wird gemacht. Da sieht schon ganz Sofort. viel karges Land. In Ordnung. War das schon alles? Eisenschacht. Schwefelschacht. Zumindest Crawford. Ja, verbündet. Das hier ist also verbündet und die zwei Schwerter, die so aneinander vorbeigehen, das ist Handelspartner und diese Kreuze halt. Dieses Kreuz mit Schwertern ist halt böse Feinde, böse umbringen, tot. Das war's schon? Ich dachte, es wären mehr. Naja, ich werde es jetzt nicht einnehmen. Ich warte noch. So, wir gehen zurück. Dafür sind wir genau die Richtigen. Dario geht jetzt zu Regent Dofba. Sehr wohl. Erik wird die Truppen zurückführen. Besser gesagt, ich werde die Truppen zurückführen. Ja. Boah, der hat nur noch einen Mann, aber steht immer noch, Sein ey. Boden Der ist besorgt. Rang 5. Der hat gar keinen Mann mehr. Ja, der Tag Ja, ich der muss erstmal alle wieder zurückbringen. Und dann nehme ich noch ein paar Truppen. Also rekrutiere ich welche. Wir erledigen das. Sofort. Wir erledigen das. So soll es sein. Oh, die haben noch alle. Das kann ich. Wir erledigen das. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Nein, nerv nicht. Jawohl. Der Sommer kehrt zurück. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Genau das passiert, wenn Jawohl. man sie halt zu lange anklickt. Sie geben Ja. total dumme Sprüche von sich. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ach, die hatten auch voll. Okay. Gerne. Ich glaube, ich nehme von jeder links noch eins. Ein Bataillon, wie man auf Französisch sagen würde. So, kommt her. Da sind noch sechs Leben, aber ist mir Lieber egal. als das. Dario, red mal mit ihm. Ah, ihr seid es.
Habt vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch wäre es der Stadt übel ergangen. Wir müssen unbedingt eine Armee aufstellen, um den Anführer des Feindes dort anzugreifen, wo es ihn am härtesten treffen wird. Direkt in seinem Schlupfwinkel in der alten Burg. Wie ihr sicher wisst, sind wir durch die Belagerung von unseren Eisenminen im Westen der Stadt abgetrennt. Es fehlt uns an Eisen, um unsere Männer mit guten Waffen ausrüsten zu können. Besorgt mir Eisen, dass ich meine Truppen ausrüsten kann. Die Männer von Crawford sind mutig und im Kampf gut ausgebildet. Gemeinsam können wir gegen den feindlichen General vorgehen. Das wird dem Bischof zwar nicht gefallen, aber sein Ränkeschmieden hat auch noch nichts gebracht, die kümmerliche Kröte. Er denkt, man könne mit diesen dunklen Bastarden reden und schon wird alles gut. Blödsinn! Nun, wollt ihr meinen Plan unterstützen? Ey, der Regent gefällt mir. Ganz ehrlich, ich mag den, der ist cool. Also irgendwie, keine Ahnung. Jetzt, 1000 Eisen noch, das geht ja noch. Ah, endlich. Seid tausendfach bedankt. Unsere tapferen Soldaten werden nun mit euch die Stadt verteidigen und den Feinden den Garaus machen. Warum kommen Schwertkämpfer aus der Schießanlage raus? Naja, egal. Jetzt werde ich erstmal zu Leonardo gehen. Der ist hier irgendwo. Ja, mein Gott. Jawohl. In Ordnung. Nochmal welche. Und dann gehe ich da nach oben, wo jetzt meine Ballistatürme stehen. Da, Leonardo. Gut. Ich wusste es. Man kann mit ihm reden. Ah, da schau an. Ihr auch hier? Das ist eine schöne Überraschung. Nachdem ich den Banditen in Richwood entkommen bin, bin ich wie ihr schnell nach Crawford geeilt, um der Stadt zu helfen. Scheinbar herrscht großer Bedarf an meinen Erfindungen. Zurzeit versuche ich, eine Substanz zu erfinden, die mit einem ordentlichen Knall Dinge kaputt machen kann. Das könnte einige Probleme lösen. Ja, ja, ja. Momentan klappt es noch nicht ganz. Ich glaube, was mir bei meiner Mixtur noch fehlt, ist Schwefel. Damit müsste es klappen. Aber dummerweise habe ich keinen Schwefel. Könnt ihr mir welchen besorgen? Ihr könntet an meiner Erfindung teilhaben. Ja, alter Mann, du machst mir Angst. Aber gut. Das ist gut. Ja. Schwefel, ja, ja. Das ist gut. Ich glaube, jetzt hab ich's. So müsste es klappen. Prima, genau. Habt vielen Dank. Jetzt passt mal auf, was mit dem Felsen gleich passiert. Und für euch gibt's auch eine kleine Belohnung, Dario. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar hübsche neue Waffen für euch erfunden. Aber, oh, da wird ja ein Pfad freigesprengt. Ihr habt eine neue Herausforderung. Was? Moment, Schwertkämpfer Stufe 3? Sofort. Was bedeutet das? Wie ihr befehlt. Moment. Dafür sind wir genau die Richtigen. Langschwertkämpfer benötigt Garnison. Ne, die werde ich euch erst auf der nächsten Karte zeigen, ja, wenn es möglich ist. So. Leute. Jawohl. Stellt euch hier auf. Dario, du gehst jetzt hier lang. Sehr wohl. Außerdem, Leonardo, du faule Sau. Du stehst vor einem Laboratorium und an einem Schwefelbergwerk. Ich meine, kannst du dir da nicht Schwefel besorgen? Warum muss ich dir Schwefel geben, ey? Du bist so blöd. Wie ihr wollt. So. Ich reg mich jetzt nicht weiter über diesen senilen alten Sack auf. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es stimmt. So gut ich kann. Ja, ich glaube, dieser Kerl soll eine Anspielung auf Leonardo da Vinci sein, der ja immer
Moment. Nee, hier ist der Fluss, der immer ja was erfunden hat. Ja. Und der kommt ja auch in anderen Spielen von Ubisoft vor. Assassin's Creed, Hust. Entschuldigung. Ich habe einen Frosch im Hals. Ja. Dario? Ah, es geht nicht weiter. Ich wusste es. Hier ist nämlich der Fluss. Sehr wohl. Und wir haben keine Brücke. Na supi. In Ordnung. Seht ihr? Wir können da nicht durch. Im Moment. Jedenfalls noch nicht. In Ordnung. Hier rauf. Ja, und wieder geht. Liefert. Wo steht er? Liefert dem Erfinder Leonardo Schwefel. Ich werde dann auch noch. Nee, mit dem Bischof werde ich lieber im nächsten Video plappern. Denn der redet. Na nü. Der redet lange und komisch. Irgendwie reden alle Leute komisch. Leonardo macht mir auch Angst. Ey, was ist das hier? Ein Eisenbergwerk? WTF? Warum ist hier ein Eisenbergwerk? Warum sind hier lauter Leibeigene? Warum sind hier Hütten? Warum sind hier keine Bergmänner? Ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Gibt's hier irgendwo? Nein. Geh ich halt hier lang. Wie ihr wollt. Okay, wow. Schaut euch meine Riesenarmee an. So soll es sein. Ja. Ja, wir brauchen so viel. Aber Erik, du gehst noch ein bisschen vor. Ja. Kann ich nicht irgendwie. Ich kann keine Formationen machen, ey, das gibt's nicht. Moment. Ich muss wieder meine Tastatur etwas ermutigen. Da bist du ja endlich, Dario. So gut ich kann. Lamarsch. Sind hier noch Feinde? Ja, mein Gott. Hat nicht gerade Darios Button geblinkt? Nein. Hier sind nur wieder Hütten und Leibeigene, die hellblau sind. Und nicht grün oder türkis oder wie auch immer. Ah, ein Händler. Gut. Was macht ein Händler hier? Ah, endlich mal wieder ein Kunde. Das gab es schon lange nicht mehr. Seid gegrüßt, edler Herr. Man nennt mich den Eisernen Gustav, weil ich Eisen verkaufe. Hättet ihr Interesse? Ich tausche günstig gegen Holz. Hallo Gustav. Du hast einen dummen Namen. Ey, super, der tauscht nur einmal. Ey, was bist du für ein Händler hier, Eiserner Gustav? Eiserner Gustav. Und wieder ein Eisenbergwerk. So gut ich kann. Das nicht. Das keine Sternchen hier drauf hat. Das heißt, es wird nicht benutzt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Warum nicht? Hier ist die Karte zu Ende. Gut. Hier geht's wahrscheinlich nach Ridgewood. Nee, Ridgewood ist da unten. Ich meine, zur nächsten Karte vielleicht. Wie die nächste Karte heißt? Wer weiß, das. Das werde ich euch noch nicht verraten. Warten wir einfach ab. Ja. So, ich glaube, wir sind jetzt einmal rum. Wie ihr wollt. Ja, hier ist der Weg. Und hier ist eine Lehmgrube, also ein Lehmschacht. Gut. Mann, hier ist. Wow. Ganz schön riesiges Gebiet. Wie ihr hier. Wünscht, mein Herr. So gut ich kann. Okay, fertig erforscht. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Ich weiß, dass es regnet. Ich bin nicht blöd. So. Erik, laber doch nochmal mit denen hier. Wie ihr wünscht. Ja, man kann mit allen Helden die Leute natürlich ansprechen. Der Bischof hat verboten, dass dieses Tor geöffnet wird. Wie ihr. Auf Anordnung des Bischofs bleibt dieses Tor geschlossen. Boah, ey, scheiß Bischof. Ja. So, Erik? Ja. Ich würde dann sagen, bis Dario endlich wieder da ist, warte ich noch.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Die Siedler, das Erbe der Könige. Also bis dann. Tschüss.